Der von die Kurve heraus im roten Trikot. Ola Wiegen hat es da. Schafft die Bestzeit. Das ist knapp für Wiegen. Nein, es bleibt kein Bestzeit für den Sprintweltcup-Führende. Er ist nur Achte mit fast 7 Sekunden Rückstand. Ein 8. Platz til Ola Wiegen hat es da. Bessere Zeit für die junge Schwede, Bryntesson. Bryntesson auf Rang 3, Schweden 1 und 3. Dritte Platz til Robin Bryntesson, Modinleder. Und dann kommt Petuchov und das ist eine klare Bestzeit. Das ist eine Bestzeit für den Sieger von Düsseldorf. Alexei Petuchov, a new best time. 1,5 Sekunden vor Jesper Modin. Und wir warten auf Dario Colonia mit 24. Jetzt Peter von Almen aus der Schweiz, von Almen. Startnummer 16 im Ziel auf Rang 13. Eigenmann ist 16. Von Almen momentan der beste Schweizer. Und hier kommt der US-Amerikaner Andy Newell. Newell ist 5th at the moment, Rang 5 für Newell. So, the standing just now is Petukov ahead of Modin, Glöschen, Bryntesson, Newell, Miranda, Dahl, Kokal, Morillo, Gaillard, the 10 best. Hattestad is number 11. Sie folgen auf dem Leiband Dario Colonia. Tobias Fredriksson, gute Zeit für den Weltmeister von 2003. Rang 6 habe jetzt der Finne Lasse Päkkönen, Rang 9. Fredriksson ist 6, Lasse Päkkönen und Yrexas. It's a good time for both of those gears. Und der Dario Colonia kommt gleich. Jetzt der junge Schwede Theodor Pettersson. Pettersson, Rang 10. 10. Platz der Theodor Pettersson. Vi har Sverige just nu 2, 4, 6 och 10. Und Colonia ist da oben, jetzt kommt ins Stadion, Dario Colonia. Der Russe Parfenov. Danach der Norweger Pettersen, Rang 18 für Parfenov. 18th place for Parfenov. Der Bratwurst aus Norwegen, Pettersen. Rang 11. 11. Platz till Øystein Pettersen, beste norske Dahl på en 8. Pettersen är 11, Hattestad 15. Och Brandstall 21. Här kommer Dario Colonia, två äste finisher meister. Mattias Strandvall. Strandvall är 8, rang 8. Och här Dario Colonia, er hat en sehr gute Zeit. Er hat en gute Zeit geschafft. Dario ist im Ziel mit viertbeste Zeit. Viertbeste Zeit für Dario Colonia. Das war etwas von dem Mann aus Valmistair. Er hat Rückstand 2,94 auf der führende Russe Alexei Petuchov. Applaus für den Dario, meine Damen und Herren. Er ist weiter. Das ist kein Problem. Er ist im Viertelfinale.